So, Fabs, erstmal herzlich willkommen bei mir im Wohnzimmer, wie immer, die meisten kennen es wahrscheinlich. Das lassen wir so, das ist authentisch. ja, erstmal herzlich willkommen zurück. Wir haben es auf Instagram schon angekündigt. Wir wollen ein Q&A machen. Ich habe heute Fabian Heimpel bei mir zu Gast. Höchstpersönlich, wahrscheinlich selbst auf meinem Kanal bekannter als ich selbst. Wir haben Fragen gesammelt von euch, die wir uns rausgeschrieben haben. Fabs kennt keine einzige Frage, stimmt? Leider nicht. Er konnte sich nicht vorbereiten. Ich konnte mich nicht vorbereiten. Vielleicht erstmal kurz zu dir, Fabs. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz gut soweit, ja. Ich meine, Corona-Zeit hat auch für mich ein bisschen mich herausgefordert. Bin es auch nicht gewohnt gewesen, so viel daheim zu sein. Auch muss ich sagen, so wenig Rugby-Training, wie man es gewöhnt ist. So viel von zu Hause arbeiten, das war schon eine riesen Umstellung, aber ja, ich sehe jetzt eigentlich ein bisschen Licht am Ende des Tunnels langsam. Es müsste jetzt bergauf gehen und da kann man doch ein bisschen Kraft rausziehen. Ja, ich denke auch. Ja, bei mir ähnlich. Ich habe die Zeit genutzt, um mein Knie nochmal reparieren zu lassen. Ich denke, das ist alles, du hast es sogar schon angekündigt. Wir hatten davor nochmal geschrieben, wie es aussieht mit meinem Knie, ob nochmal was gemacht werden muss und so weiter. Und dann hast du so gesagt, ja, das kannst du machen. Hier passiert gar nichts mehr. Bald werden die Schotten dicht gemacht, wenn wir dieses Jahr überhaupt nochmal spielen. Und so ist es im Endeffekt gekommen. Zwei Wochen später lag ich auf dem Tisch. Ich denke, ich sollte vielleicht doch mal drüber nachdenken, nochmal Mediziner zu werden. Oder Wahrsager, ja. Nee, cool. Ich habe im Endeffekt die Zeit genutzt, habe mich auskuriert. Konnte sowieso nicht joggen oder großartiges Krafttraining machen, habe ich ja im Endeffekt auch in den letzten Videos schon mal gesagt. Und wir gucken mal, was die Leute da draußen so interessiert. Gut, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Sollen wir anfangen? Der Gast zuerst. Es war eigentlich, glaube ich, eher so ein Spam-Ding. Ich habe mir gedacht, nehmen wir die gleich mal als erste Frage. Freshes Profilbild. Woher kommst du? Ich komme aus Heidelberg. Bin in Heidelberg geboren worden, habe es dann zum verfeindeten Eppelheim mal mehrere Jahre geschafft und dort gewohnt mit meiner Familie und bin dann wieder zurück nach Heidelberg gezogen. Und ja, habe auch vor, da noch einige Jahre zu bleiben. Ja, für mich auch Heidelberger, seit kurz vor Corona. Ich bin ja schon länger in Heidelberg unterwegs, durch den Sport und so weiter. Komme ursprünglich aus Heusenstamm, das ist bei Offenbach, die meisten kennen es natürlich. Bin dann umgezogen, letztes Jahr in die Pfalz und jetzt Februar, glaube ich, Anfang des Jahres nach Heidelberg. Endlich habe ich es geschafft, haben wir es geschafft, nach Heidelberg. Keine Pendelei mehr für mich. Hat bis jetzt noch nicht wirklich viel gebracht, weil keine Trainings mehr stattgefunden haben. Aber ja, jetzt auch Heidelberger, Kirchheimer. Kirchheimer. Wo du hin willst. Wo ich hin will. Kirchheim. Zweite Frage. Ja, ich spiele für die RGH seit 1996, also schon ein paar Jährchen. Gab für mich eigentlich keine Alternative, da mein Vater im Verein recht groß war, auch viel übernommen hat. Und da war eigentlich der Spielraum recht gering, würde ich mal sagen, auch mal was Neues kennenzulernen. Und so gleich in die Sparte reingeschoben. Ich war auch ein bisschen traurig. Ich habe ja früher auch, ich habe ja früher auch ein bisschen Fußball gespielt nebenher, meine Anfänge so. Ich wusste nur von Tischtennis. Im Tischtennis war ich auch mal ein bisschen. ich habe auch ein bisschen Fußball ein paar Jahre gekickt und das musste ich dann auch auf Vaters Wunsch ziemlich schnell dann auch beenden. Weil er doch gesagt hat, das ist eigentlich nichts für dich. Es muss Rugby sein. Es muss Rugby eigentlich sein. Schon in den 90er Jahren. Schon in den 90ern. Vielleicht wollte er sich auch vor seinen Kumpels nicht rechtfertigen nicht müssen. Rechtfertigen, dass sein Sohn auch Fußball spielt. Wie gesagt, so kam das eine dann zum anderen. Aber wie gesagt, 96 habe ich angefangen, als kleiner Steppke unter damals Harald Hössler, der Legende für die RGH als Jugendtrainer. Und ja, seitdem, 24 Jahre später,
immer noch da. Aber es hat dir ja ein bisschen was mitgebracht, dein Fußballspiel, oder? Ich meine, einen guten Fuß hast du ja immer noch, auch am ovalen Ball. Ja, ich meine, Kicken hat mir schon immer Spaß gemacht. Deswegen war Fußball wahrscheinlich für mich damals, war bestimmt nicht der verkehrte. Eine der Alternativen. Ja, wenn ich mir da beispielsweise anschaue, mein Freund Tim Lichtenberg beispielsweise, da sieht man eindeutig, dass er keinen Fußball gespielt hat, so wie der Gegner. Zwei geschnitzte Beine. Also ich würde auch sagen, da ist ein gut geöltes Holzbein teilweise besser. Ja, das stimmt allerdings. Auch vielleicht beim Walter Frosch Cup erkennen konnte. Konnte man erkennen, ja. Ja, ich genauso seit einem Jahr, nicht ganz. Nee, seit letzter Saison, RG Heidelberg. Habe in Heusenstamm angefangen, Rugby zu spielen, lange dort gespielt auch. Und dann, wie eben schon auch erwähnt, beruflich bzw. familiär, dann nach Heidelberg gezogen. Und ja gut, es gab schon Wahlen, es gab schon andere Wahlen, andere Vereine zu betreten, aber so die meisten, die ich kenne, sind nur bei der LGH so. Es ging mir jetzt auch nicht großartig darum, irgendwie jetzt da irgendwie alle 7er-Spieler zu haben oder weil es halt dadurch die Hintermannschaft gut ist oder sowas, sondern ganz einfach ein Faktor der Freundschaft irgendwo, wenn man das so sagen kann. Hört sich gut an, ja. Ja, nicht ganz seit einem Jahr. Wie viele Spiele habe ich gemacht? Vier? Ich habe es letzt nachgeschaut. Ich glaube, 7. Sieben Spiele? 7, ja. Boah, 7 Spiele. Wollen wir mal sehen. Ja. Ich hoffe noch mehr, es folgen noch mehr. Es folgen noch mehr. Okay, nächste Frage. Wollte ich werden, als ich ein Kind war? Ich glaube, ich wollte eigentlich immer Polizist werden. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich eigentlich nie verstanden, warum ich eigentlich heutzutage kein Polizist geworden bin, ehrlich gesagt, weil ich das eigentlich immer noch einen ziemlich geilen und spannenden Beruf finde, auch sehr abwechslungsreich. Aber ich weiß, als Kind wollte ich auf jeden Fall Polizist werden, aber irgendwie hat sich das dann doch zerschlagen scheinbar. Wäre ja auch eine gute Kombination gewesen, vielleicht aus Sportfördergruppe Polizei und jetzt Rugby. Ja. Hätte ja vielleicht gepasst. Aber dein Vater hat nicht gesagt, du darfst kein Polizist werden. Nee, da hat er dagegen nichts gesagt. Der hat am Anfang mal gesagt, warum studierst du BWL? Studier doch was Gescheites. Allerwitz-Studium. Kann man alles machen, Papa. Man kann doch alles machen. Ja. Mit BWL kannst du... Ich sag immer wieder, du lernst alles, aber du kannst eigentlich nichts. Muss es dann nur gut verkaufen können. Ja, da kann ich nicht mitreden. Kein abgeschlossenes Studium, Karosseriebau gelernt. Ja, weiß auch nicht, ob man das noch braucht. Gibt so viele Karosseriebauer, habe ich zumindest das Gefühl. Zumindest war es mein letzter Stand, bin ich auch schon ein bisschen länger raus. Was wollte ich werden, als ich ein Kind war? Ich glaube, ich wollte Feuerwehrmann werden. Ich fand das irgendwie cool, Feuerwehrmann. Du rettest irgendwie auch so Leben und so. Und weiß auch nicht, Kinder haben immer so Berufswünsche oder so, die so Polizist, Feuerwehrmann, was gibt's noch? Manche wollen Bauarbeiter werden oder sowas, einfach weil ihm so das im Sandbuddeln oder so Spaß macht, keine Ahnung. Aber irgendwie macht es dann am Ende doch keiner, weil man nichts dran verdient. Das ist eigentlich schade drum, gell? Ja. Gut, du bist jetzt nicht zur Polizei, dafür bin ich bei der Bundeswehr. Haben wir uns vielleicht so ein bisschen ausgeglichen. Kannst ja immer noch Feuerwehrmann werden, jetzt auch. Vielleicht Berufsfeuerwehr oder so, aber dann so Firefighter wie so in so einem amerikanischen, so einer amerikanischen Serie, dann so oberkörperfrei mit so einer Axt und so. Der authentische. Okay, nächste Frage. Was will ich irgendwann mal werden? Ja, was will man werden? Ich denke, da sage ich wie viele andere. Eine klassische Antwort. Familie gründen, Frau heiraten, guten Job haben, sorgenlos leben, glücklich bleiben und gesund. Mehr will man eigentlich gar nicht so zum Leben. Ja, ich denke, es ist bei mir ähnlich. Hast du irgendein Ziel schon, wo du sagst, oder irgendeine Vision, sage ich mal, wo du dich so siehst, vielleicht jetzt auch berufstechnisch so? Rugby ist irgendwann mal vorbei, so. Und klar. Ja, ich sehe mich, berufstechnisch werde ich mich schon, denke ich, in den nächsten Jahren dann auch verändern. Also ich bin aktuell, arbeite ich im klassischen Personalmanagement. Das hat immer ganz gut geklappt, aber ich sage auch, also mich interessiert da beispielsweise Vertrieb in großen Firmen, interessiert mich da schon ein bisschen mehr, ist ein bisschen mehr auf Achse. Und ja, einfach auch, wie ich es im Sport auch kenne, lernt viele verschiedene Leute kennen,
Man interagiert halt mal mit Menschen wieder mehr. Das mache ich in meinem aktuellen Beruf eher weniger und denke schon, dass es mich... Es ist mehr Abwechslung auch, was das angeht, genau, so auch was die Leute angeht. Genau. Kann man sich schon ein bisschen spannender das Ganze auch dann vorstellen. Ja, ja. Ja, sehe ich ähnlich. Also wir haben ja durch diese, im Endeffekt die Erfahrung als Leistungssportler und jetzt auch durch unsere Sportler, da wir viel rumkommen in der Welt, schon viel gesehen, sage ich mal. Und es ist ja auch ein Lifestyle, den man irgendwo so lebt, den man ja auch cool findet, sonst hätte man es ja auch nicht angefangen. Und irgendwie würde ich schon gerne auch diese Freiheit gerne behalten und würde im Endeffekt auch, keine Ahnung, wie du auch sagst, mit Leuten immer noch viel zu tun zu haben, so, also direkt, persönlich, aber auch nicht immer so mit denselben Leuten. Und deswegen, keine Ahnung, so Entertainment-mäßig habe ich halt irgendwie Bock, so eine Message nach außen irgendwie auch zu geben. Was ich ganz cool fände, ja, im Endeffekt so eine Selbstständigkeit wäre eigentlich, glaube ich, so genau mein Ding. Was es jetzt genau sein soll, weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig. Ich hoffe, ich kann auch noch ein paar Jahre dabei bleiben bei dem, was ich gerade mache oder was wir gerade machen. Und dann schauen wir mal, was sich ergibt bis dahin, würde ich sagen. Also mein erstes Herren-Siebener Turnier habe ich 2009 gemacht. Das war in Ostrava, im schönen Tschechien. Da hat man auch Ostrava und Split gespielt. Die zwei sehr schönen Turniere. Und danach, mein drittes Turnier waren dann das zweite Jahr Hannover Sevens 2009. Das war geil, oder? Das war ziemlich geil. Das war ein geiles Erlebnis, muss ich auch sagen. Ähnlich wie Oktoberfest Sevens, oder? Ziemlich ähnlich vergleichbar. Nur halt krassere Mannschaften wahrscheinlich noch. Für damalige Verhältnisse, ich meine, klar, heute sind auch... Ja, also Oktoberfest Sevens hat natürlich attraktivere Mannschaften, muss man sagen. Hannover Sevens damals, ich meine, man muss auch sagen, wir waren damals natürlich auch auf keinem sehr guten Niveau, muss man auch sagen. Das ist jetzt politisch aber korrekt ausgedrückt. Ich meine, wenn du da in meinem ersten Jahr, da in 2009, da wurden wir 9. von 10 Mannschaften, da haben wir im Spiel um Platz 9 gegen Polen gewonnen in der Verlängerung. Davor von Moldawien beispielsweise, von Russland auf die Mütze gekriegt. Und auch Rumänien haben wir, glaube ich, verloren. Also eigentlich haben wir fast alles verloren und waren da schon bockschlecht, kann man sagen. Ja, kann man schon so sagen. Also muss man ehrlich ausdrücken. Das war schon ziemlich übel, aber klar, für mich... Ich denke, es wird sich auch keiner angegriffen fühlen, der das hört und vielleicht auch mitgespielt hat. Also du sagst es im Endeffekt ja auch über dich selbst. Ja, genau. Und ich denke, also das war schon eine geile Erfahrung. Da war ziemlich viel los in Hannover. Es ist natürlich ein geiles Stadion gewesen. Auf heimischem Boden. Heimischer Boden, Organisation top. Für mich, der völlig grün in den Ohren war damals. Junger Kerl, ich war 18. Mit Abstand auch der Jüngste im Team. Und das war eine geile Zeit. Das war ein wunderbares Erlebnis. Und das war eigentlich mein Anfang. Und davor natürlich habe ich ganz normal, wie wahrscheinlich viele Jungs, klassisch die Jugendnationalmannschaft und des DRVs durchgespielt, durchlebt. Aber eigentlich so mein, 2009 würde ich sagen, dann im Herrenbereich, war meine erste Station. Lustig, dass du es sagst. Ich habe noch nie in irgendeiner Jugendnationalmannschaft für den DRV gespielt. Bin im Endeffekt als 18-Jähriger, der dachte, er wäre der Käse, da reingerutscht. Ich glaube, wann habe ich das erste Turnier gespielt? Ich meine, es war 2012. Ich bin 2013 zur Bundeswehr gegangen, Ende 2013. Und ich dachte 2012, kann auch sein, dass es Anfang 2013 oder Sommer 2013 war, mein erstes Turnier gespielt. Weiß nicht, zählt es überhaupt so Nancy? Das sind ja alles so Vorbereitungsturniere, das zählt ja eigentlich nicht. Ja, also zählt wahrscheinlich, ist kein offizielles, also offiziell ist kein offizielles Turnier, aber es ist halt ein Turnier. Ich meine, wo man mal so Luft geschnuppert hat. Eben, da fängt man damit an. Das kann man schon als Turnier zählen. Ja, dann wahrscheinlich Nancy, so Howard Hinton Sevens. Und dann war, glaube ich, das erste Lyon GPS 2012 oder 2013 war es. War so mein erstes Turnier, genau. War das unser erstes Jahr auf der GPS dann? Ich glaube, es war das zweite, ja. Dann war es 2013, glaube ich, oder? Dann war es 2013. Ich glaube, 2012 war ich das erste Mal. 2012, war das der Aufstieg in Heidelberg? Der war 2011, meine ich. In Deutschland, was den Genick gebrochen hat. Sam Ranger Polski. Ja, genau, der Pole mit seiner Frisur. Ja, nee, das war 2011, dachte ich, das Turnier. Ja, okay, weil da war ich, glaube ich, einen Tag da als Poolspieler für Verletzte, im Endeffekt auch wie Sam. Dachten, dass wir nie eingewechselt werden, dann wurde er doch genommen für Polen im Finale, war es, oder was? Ja. Deutschland gegen Polen war. Vorwurf passiert vor dem Versuch, den er gelegt hat. Gell? Deswegen wird es irgendwie wieder zurückgenommen. Groß, klar, seitdem hat Sam keinen Lehrgang und kein Turnier mehr verpasst, zu dem Zeitpunkt dann.
für die Nationalmannschaft. Dann hat er nämlich auf der anderen Seite gespielt, nicht mehr als Poolspieler bei Polen oder irgendwo, ja, sondern dann war er im Kader. Ja, okay, vielleicht sollte man. Wenn man sich das überlegt, wer da damals, da war ja eine Poolmannschaft. Ich meine, Anjo Buckmann war Poolspieler, du warst Poolspieler, Sam Ranger war Poolspieler. Da waren schon viele richtig gute Jungs, die danach auch lange gespielt haben oder spielen noch, ja, als Poolspieler. Das ist lustig, ne? Noch unter Peter Ivers noch. Peter Janusewitsch war damals der Trainer, ganz genau, ja. Cool, also auch schon lange Zeit dabei. Ein paar Jährchen her. Alter Hauding im Geschäft. Wer ist mein Vorbild? Oh, ich habe mich eigentlich immer viel inspirieren lassen von Spielern, die für mich auch sehr greifbar waren. Mhm. Waren dann schon auch klar Spieler, die in der RGH viel gemacht haben. Ich meine, mich viel früher an Jan Bratschke hochgezogen, der war so mein Kindheitsidol natürlich. Selbe Position gespielt wie ich, lange Jahre, auch erfolgreicher Kapitän bei der RGH. Titel gewonnen. Klar, Mustafa Güngör war auch für mich eine prägende Säule in dem Verein. Auch viel über Verantwortung genommen, viel gespielt. Das waren so meine Anfänger. International habe ich, klar, habe ich immer für Dan Carter beispielsweise. ja, geschmachtet, muss man schon sagen. Also den fand ich schon einen sehr aufregenden Spieler. Ist meiner Meinung nach auch der Beste. Ich fand ihn immer... Auf seiner Position oder generell? Ja, also es ist natürlich schwierig, das immer so zu differenzieren. Manche finden natürlich so, wenn du es vergleichst mit Johnny Wilkinson, manche finden Johnny Wilkinson beispielsweise effektiver, weil halt Johnny Wilkinson 2003 speziell die Weltmeisterschaft eigentlich im Alleingang gewonnen hat. Das hat man so bei Dan Carter, hat halt immer in der besten Mannschaft der Welt gespielt. So hat man das dann immer so ein bisschen nachgesagt. Der hätte man mal schauen können, wie der in der schlechten Mannschaft beispielsweise performt. Aber für mich war Dan Carter dann doch irgendwie besser, weil er doch auch in der besten Mannschaft sehr komplett war als Verbinder. Ich fand, er hat es auch ein bisschen revolutioniert. Bowden Barrett hat es dann aufgenommen immer mehr, dass die Verbinder schon sehr viel auf dem Feld machen, sehr viele Versuche legen und sehr angriffslustig waren. Und das war die so krass, die Ballverteiler, also schon genau, auch Bälle verteilt haben, also als die klassische Verbinderposition, aber nie so, das heißt, sie spielen jeden Ball weg, sondern eigentlich so, deswegen sagt man ja auch so, Bowden Barrett, ist der wirklich ein Zehner oder ist der eigentlich eher ein Schluss oder ein Innen oder irgendwas? Der ist sauschnell, der hat einen guten Step so und der weiß halt aber auch, was er machen soll so. Genau, und ich denke halt auch früher, besonders in meiner Kindheit dann so, wenn ich Rugby geschaut habe, ich meine, das europäische Rugby fand ich jetzt auch selten zum Zungeschnalzen. Da sind wir uns einig. Dann, wenn ich da auch dran denke, bei Irland Ronan O'Gara, also den fand ich, glaube ich, einen der langweiligsten Spieler, die ich je gesehen habe. Ich meine, also er hat den Ball halt über die Stangen getroschen, das hat er ganz gut gemacht, aber ansonsten fand ich das wirklich gar nicht aufregend. Da war halt so ein Spielertyp wie Dan Carter, war für mich völlig erfrischend zu der Zeit. Und das ist für mich auch immer noch, wenn ich mir heutiges Rugby auch anschaue, zieht es mich dann schon auch eher in die Südhemisphäre. Ja, geht mir aber ähnlich, was der Spielwitz auch angeht und sowas. Genau, im Endeffekt, die verteidigen ja eigentlich nicht so richtig so. Sondern da ist der Fokus im Endeffekt auf dem Angriff und nicht so auf der Verteidigung. Europa im Endeffekt genau umgekehrt. Deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so anschaulich. Für mich schade, der eigentlich das europäische Rugby halt zu Hause schauen kann so. Und sage ich jetzt mal, die Super 15 eigentlich nicht verfolgen kann, weil ich keine Plattform dafür habe oder keine Rechte dazu habe, das irgendwo gucken zu dürfen. Deswegen ist es ein bisschen schade. Ja, das war für mich auch immer so. Ich meine... Kann man vielleicht als Rugby-Fan jetzt auch nicht so unbedingt sagen, aber für mich sind zum Beispiel die Six Nations, wenn mich jemand fragt, schaust du Six Nations am Wochenende, da denke ich mir auch so, nee, irgendwie nicht, finde ich irgendwie nicht so ein geiles Turnier. Ist für mich, fand ich immer langweilig, ich bin da vielleicht in der Hinsicht gar nicht so ein Rugby-Romantiker, wie immer viele denken, aber wenn ich die Chance habe, beispielsweise Super Rugby zu schauen, das entertaint mich deutlich mehr als so Six Nations, finde ich doch, wenn es da mal wieder so ein klassisches Spiel, England gegen Frankreich mit 8-5 ausgeht, über 80 Minuten, vielleicht mit Glück ist eine rote Karte drin vorgekommen. Nein, hat man einen Gehirnfurz gehabt. Ja, aber ansonsten denke ich, sind es schon richtig zähe Spiele. Und das begeistert mich nicht so, muss ich sagen. Ja, ähnlich, geht mir ähnlich. Vielleicht auch meine Aussage zu der Frage. Mein Vorbild eigentlich, rugby-technisch oder so, habe ich jetzt nicht großartigen Vorbild, weil ich sage, es gibt so viele unterschiedliche Charaktere, die unterschiedliche Sachen machen. Zum Beispiel sagst du, keine Ahnung, wenn du aus dem Siebener nimmst einen Perry Baker, der schnell ist, so, wo ich aber sage, der kann eigentlich nicht richtig steppen. So. Mhm. Und dann nimmst du dann vielleicht da eher einen, keine Ahnung, einen Speckman oder irgendwen anders. Deswegen, es gibt schon ein paar Spieler, wo ich sage, die haben coole Abilities, so, die sie machen. Oder auch jetzt so charakterlich oder sowas, wie die das Ganze angehen. Aber da sind eigentlich viele, wo ich so sage, die machen das cool, das gucke ich mir so ein bisschen ab. Aber eigentlich... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein Vorbild habe,
Ich sage, den versuche ich jetzt so nachzuahmen oder dem sein Trikot würde ich tragen oder sowas. Ich glaube auch mittlerweile, es hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an, aber wir wollen auf die World Series. Wir waren ein paar Mal kurz davor und wir sind auf so einem Stand jetzt gerade, auch wenn es vielleicht nicht so bekannt ist jetzt auch in den eigenen Kreisen beziehungsweise in Deutschland, dass wir im Endeffekt auf diesem Level schon irgendwo sind. Ja. Und ich denke auch nicht, dass Kurt Baker irgendwie, dann ein Bronco de Prier oder sowas als Vorbild hat. So. Also die spielen gegeneinander, sind irgendwo auf einem Level. Klar, die mögen sich und die finden auch, dass sie gute Spieler sind wahrscheinlich gegenseitig, aber haben sich jetzt nicht gegenseitig als Vorbild. So. Deswegen denke ich eigentlich so auch. Sehe ich das ein bisschen. Gute Frage. Er ist der Stärkste im Gym. Ich würde sagen, Manasa ist der Stärkste im Gym. Manasa? Der ist schon sackstark. Und oder Yaku? Haben wir noch einen dazugekriegt? Carlos gehört auch noch mit zu den, Carlos sind wahrscheinlich stark. Drei. Anjo ist stark, aber der kann nicht gut Bank drücken. Das stimmt. Da fällt er raus. So wie ich. Und ja, aber doch, ich glaube, so der Kompletteste wirklich ist, würde ich sagen, Manasa. Der ist schon sehr, sehr stark. Ja. Müssen wir eigentlich mal so ein Showdown machen, oder? Ja, so die drei, vier Stärksten. Ja. So, machen wir, keine Ahnung, Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken oder sowas. Vielleicht noch Klimmzug maximal mit rein. Ja. Müssen wir eigentlich mal ein Video machen. Und wir müssen diesmal ausduellieren. Ja, würde ich aber auch sagen, wahrscheinlich Manasa ist der Stärkste. Und dann würde ich sagen, Yaku noch. Ich weiß nicht, er ist leichter geworden, seitdem er beim 7er ist. Deswegen ist er vielleicht hat er vielleicht ein bisschen Kraft einbüßen müssen. Ja. Und dann kommt, glaube ich, auch schon relativ direkt Carlos, was das Ganze angeht. Der kleine Zwockel, der ist so stark auch, der ist das irre. Ah, Chilene. Chilenischen Wurzeln. Ist halt ein Macher. Ist ein Schaffer. Ja. Bis auf Dorsey können wir sagen, ja, oder? Ja gut, man muss dazu. Also ich glaube auch schon, dass wir jetzt durch die Bank weg bei uns auch in der Mannschaft schon gut aussehen, also hauptsächlich gut aussehende Spiele haben so. Also vor allem ist es für jeden was dabei, kann man sagen. Ne? Ja, doch, das würde ich sagen. Wir sind ziemlich divers in der Hinsicht. Ja, wir haben für jeden was dabei. Ein paar Blonde, ein paar Schwarzhaarige, haben auch noch ein paar Dunkelhäutige, ein paar Käseweiße, Schwedenartige. Ja. Aber sonst so, ich glaube, ja, weiß auch nicht. Ja, doch, also, ja, pretty Team. Jetzt sind wir nicht mehr die 4B, jetzt sind wir die Schönen oder irgendwie sowas, gell? Absolut, oder? Absolut, würde ich auch sagen. Leon ist von seiner, sag ich mal, von seiner Optik, von seiner Präsenz ist das schon sehr einprägend. Prince. Ja. Der, ich hatte mir da auch Gedanken drüber gemacht. Ich meine, die Frage hatten wir schon mal bekommen, irgendwie bei Deutschland Sevens oder irgendwo anders. Wer ist der Schönste? Und dann war ein Bild von Leon und so. Fand ich ganz witzig. Ist natürlich auch immer eine Geschmackssache, muss man dazu sagen. Ja, wir haben ja eben schon gesagt, es sind viele verschiedene Charaktere dabei. Und ich habe dann überlegt, okay, warum sagen wir eigentlich einfach immer Leon? Ich habe jetzt eine Antwort darauf. Weil alle anderen vergeben sind. Verstehst du? Warum sollten wir sagen, Fabs, du bist der Schönste? Bringt dir ja jetzt im Endeffekt nichts, außer ein bisschen Ehre, aber deine Freundin denkt ja sowieso, dass du der Schönste bist, so, verstehst du? Hoffe ich. Hoffst du? Sie hat bestimmt die Frage gestellt. Nee, Leon ist der Schönste bei uns in der Mannschaft, oder? Der Kompletteste, ja. Also wenn du jetzt irgendeinen auf dem Cover draufpacken müsstest, Vogue-Cover oder so. Würde ich den Leon da, glaube ich, mit gutem Gewissen, guten Gewissen kannst du den da draufdrucken, ja. Das ist eine gute Frage, Fabs. Das ist wirklich eine gute Frage. Die Frage, hier geht es um alles jetzt. Die ist um alles. Ich habe auch überlegt, sollen wir es jetzt mal ein für alle mal messen und das mal klarstellen? Ganz gerne messen. Das Problem ist, meine linke Wade, die ja davor schon sehr schmächtig war. Die nimmst du? Ist nicht mehr, mittlerweile gar nicht mehr vorhanden. Das ist nur noch mein Knochen. Also du merkst vorne Schienbein und hinten merkst du dann den anderen Knochen, rechts ist ein bisschen mehr. Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe ziemlich lange Beine. Gebe ich dir recht. Und ich habe einfach ziemlich dünne Waden. Ist auch, also da sind wir uns einig. Vielleicht machen wir das noch mit rein, dass wir müssen wir nachmessen. Dass wir nochmal nachmessen und dann
machen wir es schwarz auf weiß, wer die dünnsten Waden hat. Können wir eigentlich noch irgendwie mit reinnehmen? Basti hat auch noch relativ dünne Waden, aber der ist, bei dem sieht es nicht so aus. Ja, der ist halt noch mal kleiner. Bei so kleinen Leuten sieht es dann halt nicht so schlimm aus. Bei mir sieht es wirklich, ja. Bei dir sieht es schlimm aus, das stimmt. Ja. Ganz klar, Tim, da gibt's nicht viel zu kämpfen für mich. Da sind die dünnen Waden, haben es wieder rausgeholt. Ja, also, nee, Schnelligkeit würde ich sagen. Obwohl du eigentlich relativ schnell aussiehst, muss ich sagen, auf dem Platz. Vielleicht warst du auch schon mal schneller, aber... Ich glaube, ich bin auch gar nicht so langsam, aber... Kriegst es irgendwie, deine Traktion ist nicht die richtige. Ich habe mich immer mit auch anderen Qualitäten geschmückt als dem Schnellrennen. Deswegen muss ich schnell rennen können, sonst wäre ich komplett raus. Ja. Klimmzüge, definitiv. Kniebeuge, definitiv. Der Mann mit den dünnen Beinen nimmt die Kniebeuge statt den Klimmzügen. Du ziehst so krass wie bei Klimmzügen, gell? Machst du viel Klimmzüge? Ich weiß ehrlich gesagt, viele Leute haben mich da auch schon mal gefragt, warum bin ich eigentlich so stark an der Bank oder warum bin ich bei den Klimmzügen so gut? Wenn ich mich selber anschaue, kann ich mir selbst nicht erklären, muss ich gestehen. Und ich weiß auch nicht. Man sagt ja auch früher, man hat immer gesagt, entweder du bist ein Drücker oder ein Zieher. Passt bei mir nicht so ganz. Ich bin in der Hinsicht beides. Ich bin einfach obenrum deutlich stärker als unten beispielsweise. Und ja, so ein paar Übungen, unter anderem Klimmzüge, kann ich auch. Sehr, sehr gut. Ja, ist bei mir genau andersrum. Also Klimmzüge maximal ziehen nicht. Also wirklich wahrscheinlich unteres Drittel von allen aus der Mannschaft. Kniebeuge wiederum bin ich relativ stark. Jetzt, ich habe auch den beschissensten Hebel wahrscheinlich für eine tiefe Kniebeuge oder so. Aber es macht mir Spaß und bin ich auch stark. Ist meistens das, wo man auch irgendwo stark ist, macht einem auch mehr Spaß. Aber deswegen würde ich ganz klar Kniebeuge nehmen. Haben wir das geklärt? Ich muss mal pissen. Gut, dass du sagst. Ich muss nämlich auch. Ja, ich schaffe mehr Klimmzüge. Du schaffst einmal viel Gewicht und ich schaffe viel ohne Gewicht. Oder schaffst du auch viele? Ich schaffe auch, glaube ich, viele, aber ich weiß jetzt nicht, wer mehr schafft. Also wenn. Ich glaube, da bin ich durch meine technikaffine Vergangenheit, was Kunstturnen angeht, habe ich den kleinen Vorteil. Und habe, glaube ich, beim letzten Test 31 gemacht oder 32. So geil. Irgendwann zählt nur noch die Technik und dann, ey, da hatte ich eine Woche lang, konnte ich meine Hände nicht anheben, weil ich so kranken Muskelkater im Bizeps hatte. Hier so direkt zum Ansatz, weißt du, Ansatz Unterarm und Bizeps. Wirklich, machst ja nie. Machst zweimal im Jahr vielleicht. Anfang vom Jahr, Ende vom Jahr. Wenn überhaupt. Testen wir auch gar nicht mehr, oder? Ich meine, im letzten Test haben wir es jetzt gemacht, aber sonst eigentlich nur einmal Maximalkraft. Mhm. Ich überlege, ich habe nämlich so Max-Raps habe ich schon länger nicht mehr gemacht, glaube ich, Klimmzüge. Ich wüsste jetzt nicht. Vielleicht kommt es jetzt wieder in der Phase, wo wir jetzt alles neu aufbauen wollen, so mäßig. Nee, aber einigen wir uns auf. Ich mache mehr Wiederholung, du machst mehr Gewicht einmal. Ich ziehe mir auch ab. Da muss ich ganz klar hier passen und muss an dich abgeben. Was drücke ich? Auf der Bank einmal. Ich denke so 145, 150 werde ich schon hocheiern. Obwohl du nicht aus Hannover kommst. Obwohl ich nicht aus Hannover komme, aber schon immer Bankdrücken wie ein Hannoveraner trainiert hast. Ja. Seit man 13 war. Im Keller von der RGA. Da wurde da schon immer Bankdrücken. Das war schon mal schön. Also haben wir damit schon mal geklärt, Fabs ist auf jeden Fall der Stärkere auf der Bank, so viel sei gesagt. Also ich glaube, mein Bestes war mal 125 oder 120, sowas in dem Dreh. Aber das ist auch schon ein paar Tage her, was werde ich vielleicht mittlerweile noch drücken? Vielleicht 110 oder 115? Im letzten Test, gut, man muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung, hatte ich Probleme mit der Schulter, habe es auch ewig nicht gemacht, da habe ich die 100 nicht hochgekriegt. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie ein 16-Jähriger. Aber ich habe Bankdrücken noch nie gemocht.
und war dementsprechend auch noch nie gut. Wahrscheinlich spielt eins zum anderen, wie vorhin auch bei den Knie. Ja, ich finde, das ist für mich ist das auch immer recht spannend. Da könnte man eigentlich mal mit Colin Lang drüber reden, weil das ist für mich auch immer so ein Phänomen eigentlich. Es gibt wirklich Leute, die können einfach Bankdrücken, die sind da einfach saustark drin. Basti zum Beispiel, was der Klimmzüge zieht und was er beim Bankdrücken macht. Gut, die eine Phase ist er echt stark geworden beim Bankdrücken, aber was er bei den Klimmzügen zieht, ey, der steckt mich 10-mal in die Tasche. Also ist irre. Zum Beispiel auch Tim Lichtenberg beispielsweise ist ja eigentlich auch nicht schwach. Der ist eigentlich auch recht stark, aber der ist zum Beispiel auch an der Bank ziemlich beschissen. Mhm, ja, stimmt. Mit dem trainiere ich eigentlich immer so. Bei dem passiert nicht viel. Ja, das ist so. Aber es gibt auch noch Leute, die mehr drücken bei uns, ne? Ja, Manassa. 160 oder was? Wenn ich wissen, was Manassa drückt, der kann... Jakob kann auch schon ein bisschen was verdrücken. Jakob wird auch sowas in dem... Carlos ist so mit dir auf einem Level? Ja, ich weiß gar nicht. Den habe ich schon länger nicht mehr drücken gesehen. So, ja. Auch so 145 und so. Sonst hast du noch Marvin, darfst du nicht vergessen. Marvin aber, muss ich sagen, da, Körpergewicht. Ja, aber da zehrt langsam, zehrt's Alter lang. Die Knochen und die Gelenke. Also seine Kassette ist nicht mehr richtig eingelegt scheinbar. Also da war er jetzt in letzter Zeit, wo ich ihn so gesehen habe, war er nicht mehr ganz so stark. Also hat er auch den Fokus vielleicht verloren. Kann natürlich sein, dass er den Fokus hat. Er legt jetzt den Fokus mehr auf die Beine, habe ich festgestellt. Ja, vielleicht. Auch mal, solange der Rücken noch hält, hat sich auch nach seiner Verletzung da wieder zurückgekämpft, jetzt wieder Kniebeugen so zu machen, Hut ab. Ja. Also ich sage ja immer, ich habe ein sehr teures Handy, deswegen gehe ich auch davon aus, dass ich das teurere Handy habe. Also dazu muss man sagen, ich habe glaube ich vor einem Monat, ja, wie lange ist das, ein Monat her oder ist es ein bisschen länger her, ein bisschen länger als ein Monat? Habe ich mein iPhone 6S in Gold gegen ein iPhone 7 eingetauscht. Ich glaube, da bin ich ein bisschen hinter der Zeit. Ich glaube, das iPhone 6 kam 2016 raus oder so. Und ich hätte fast gesagt, noch früher. Das ist aber die S-Version, muss dazu sein. Ja. Also können wir die Frage, glaube ich, ganz mit ruhigem Gewissen beantworten. Du hast ein sehr teures Handy. Sehr teures, also hast du vom Wein auch das teure Handy. Eins gegen eins. Ich gehe mal davon aus, eins gegen eins, so Wrestling oder sowas mit Basti Wrestling. Muss ich mir auch zugute halten, der ist schon zäh, der ist sehr zäh. Also. Würde ich auch sagen, wir sind vielleicht gut, jetzt außer im Klimmzug, ich zumindest, stärker und vielleicht körperlich überlegen, auch da ich größer bin, du glaube ich auch ein Stückchen größer bist. Deutlich größer als er. Ist nicht Basti auch so groß wie Marvin und Marvin so groß wie Toni oder irgendwie sowas? Also ich glaube, Tonio ist noch der Größte von den dreien. Ja, aber dazu muss man sagen, Basti ist verrückt. Wenn du mit Basti wrestlest, also jetzt so Faustkampf weiß ich nicht genau. Ich glaube, Basti wird relativ schnell versuchen, dich auf den Boden zu kriegen. Und Basti ist verrückt. Der, ja. der sieht dann rot und auf dem Boden macht er dich fertig. Stimmt schon. Der beißt dir dann auch mal so in den Arm oder sowas. Deswegen würde ich ganz klar passen und sagen, nein, ich pack Basti nicht. Ich glaube, ich pack Basti auch nicht. Nee. Ich hab zu sehr Angst. Ja, das ist auch zu viel Respekt. Der Basti, der schüttelt dir die Hand und der dreht sich um und dann der kleine Terrier und beißt er dir in die Wade. Ich habe Angst vor ihm. Ja. Also nein, packen immer nicht. Nein. Das sind meine Hardcore-Fans, die wissen, dass ich WoW gezockt habe. Also somit die Frage beantwortet, kein WoW mehr. Es hat mich, ich habe das so, ey wirklich, das ist das Spiel, was ich am krassesten gezockt habe, auch schon so in meiner Jugend irre und hatte das letztes Jahr wieder angefangen. Gab nur eine Klassik-Version, quasi alles wieder auf Anfang und das hat so viel Zeit geraubt, dass ich irgendwann gesagt habe, so ey, das geht nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nein, ich spiele es nicht mehr. Es kostet monatlich auch noch Geld. Das war für mich ein Zug, da bin ich ein zu krasser Knausian, um da dafür Geld zu lassen. Nein, ich zocke kein WoW mehr. Und was wir zocken können, ist gerade Call of Duty. Zockst du? Ich muss sagen, ich bin ja... Du bist so der Nintendo Switch. Ich bin wirklich gar kein Zocker, muss ich sagen. Ich habe eine Nintendo Switch, das stimmt. Ich zocke mit meinem Mädel eigentlich ab und an mal so. Das ist eine coole Konsole, finde ich so... Wenn auch Freunde vorbeikommen, so ein bisschen so ein Gesellschaftsding, Gemeinschaftsding, ist sehr cool, muss ich sagen. Also, aber ansonsten, auch früher, ich hatte zwar auch schon mal eine Playstation, hatte auch zwei Playstations. Und
habe immer mal so ein bisschen gezockt, aber eigentlich bin ich alles andere als ein Zocker. Werd damit irgendwie, ja, nicht so richtig warm, hat mich nie so gebockt. Ja, ich glaube, damit fängt man an relativ früh und ja, dann zieht man es irgendwie so durch. So war es zumindest bei mir. Ja. Deswegen Call of Duty sehr gerne. Meine Activision-Dings hatte ich, glaube ich, schon mal in meiner Story gepostet oder so. Wenn nicht, mache ich es mal. Gerne Call of Duty anschreiben, dann zerstören wir mal die Warzone. Wie dann, Michel, dann Fabs, du bist nicht der Zocker, deswegen du antwortest als erstes. Was zockst du am liebsten? Mario Kart. Ich habe gerade Super Mario Bros. Deluxe auf der Switch durchgespielt. Das war ein langer Kampf, ein sehr langer Kampf. Und das habe ich eigentlich ziemlich gern gezockt, muss ich sagen. Ansonsten, in der Corona-Zeit habe ich mein altes Fußball-Manager-PC-Spiel ausgekramt. Das aus Hongkong 2016, 2017? Genau, hast du da auch mitgespielt? Nee, aber da war doch das Office. Genau, da war das auch cool, genau. Du und Basti waren es, oder? Ich, Basti und Carlos. Ich hätte gesagt Carlos, ich weiß nicht. Ich meine auch. Das hast du wieder ausgepackt. Genau, das habe ich wieder ausgepackt und ich bin jetzt, also da war ich auch richtig stolz, muss ich jetzt kurz erzählen. Ich bin ja wirklich kein super Affiner, wenn es um PC geht. Mhm. Aber ich habe da so ein paar Videos gesehen. Auf YouTube? Wahrscheinlich sogar auf YouTube. Also erzähl mir doch nichts. Indirekt war es wahrscheinlich über Facebook, hat mich jemand drauf verlinkt. Es war nämlich ziemlich lustig, wieder Leute aus das coole Spiel von damals, 2013, gepimpt haben auf 2020. Echt? Und das habe ich dann auch, das hat zwar auch ewig gedauert, bis ich das irgendwann mal hingekriegt habe, dass das läuft. Hast Basti angerufen, weil Basti, ich habe ein PC-Problem, kannst du mir mal helfen? Ich glaube, den würde ich da eher nicht anrufen, aber ich habe viele angerufen, habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht. Und ja, seit einiger Zeit habe ich es dann zum Laufen bekommen, jetzt mit der Datenbank, weil das Spiel, muss man sagen, wurde nicht mehr weitergemacht. Wahrscheinlich auch nicht so. Was Spieler und alles angeht, oder was? Nee, ich denke, das war von EA Sports, Fußballmanager 2014 gab es da noch und dann haben sie es irgendwie abgesägt, vermutlich, weil ja, die Leute, es gab keinen Markt mehr dafür. Haben die so. Kann ich verstehen, mich zieht sowas überhaupt nicht. Also. Mich hat sowas ja damals schon mega gezogen und dann habe ich mir gedacht, ey, da kann ich ja die Datenbank von heute draufballern, das geht sogar. Und da war ich da so stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Und ja, ich bin aktuell im Jahr 2024, glaube ich, in der Saison. Hast du Corona schon überwunden in deinem Game? Hab das Corona schon überwunden. Spieler mit meinem Lieblingsverein Dortmund da. Erik Haaland ist, glaube ich, der beste Spieler der Welt mittlerweile, mit Abstand. Und das hat doch ein paar Zeiten gefressen in letzter Zeit. Das habe ich doch gern gezockt und das ist geil. Aber geil, dass diese Zeit einen so, also diese Zeit im Endeffekt, die man hat, wenn man so viel Zeit hat, in Anführungszeichen, einen wieder so zurückbringt und man so überlegt, was man machen könnte. Ja, absolut. Ich meine, die ersten Wochen, du saßt ja wirklich nur daheim, du durftest gar nichts machen und dann habe ich mir auch überlegt, ey, was fängst du an? Ich habe angefangen, ein Buch zu lesen. Das Buch hat mich aber nicht so gefesselt, muss ich gestehen. Das habe ich dann, habe ich dann wieder weggelegt. Ich habe eigentlich, lese eigentlich gern, habe auch viel gelesen, aber das Buch hat mich irgendwie nicht berührt. Ich meine, so Netflix ist auch schwierig, habe ich so das Gefühl. Gibt es auch nichts so richtig Spannendes für mich in letzter Zeit oder es ist schwierig zu finden, da habe ich gedacht, ey, ich brauche was Neues. Da habe ich mir wirklich lange Gedanken gemacht, das könnte der Fußballmanager nochmal. Also ist es Fußballmanager, was du am liebsten zockst? Fußballmanager, genau. Also ja, weil das kann ich ja, also, das sehe ich so als Zocken, weil das spiele ich mit mir alleine so, yeah. Und Nintendo Switch ist dann eher sowas mit mehreren zu zocken so. Aber ja, Fußballmanager ist dann nur ich in meine Zone. Nee, bei mir ist es, also im Endeffekt, was schon das World of Warcraft gesagt hat, bin ich eigentlich PC-Zocker. Mhm. Nur ich habe mir vor 5 Jahren oder 6 Jahren mal einen PC gekauft wieder und der ist halt heutzutage Schrott. Da kannst du nichts mehr mit anstellen, da kannst du nicht mehr Worms drauf spielen. Deswegen bin ich jetzt vom PC auf die Konsole gewechselt. Ich habe früher Xbox gespielt, bin ja jetzt bei PlayStation und keine Ahnung, wie lange ist so eine Konsole, bis eine neue rauskommt. Schon ein paar Jahre so. Und dann kaufst du dir mal eine Konsole mit 2 Controllern und ein paar Spielen und dann daddelst du halt darauf ein bisschen rum. Und deswegen, da brauchst du nicht jedes Jahr irgendwie ein paar neue Teile holen, dass du das neueste Spiel spielen kannst. Deswegen Call of Duty gerade auf der PlayStation. Obwohl ich einen Online-Pass habe, spiele ich irgendwie hauptsächlich den Modus, wo du gar kein Geld für zahlen musst. Kannst halt mit deinen Kumpels spielen und das finde ich halt immer obernice, wenn du halt irgendwie so eine Community hast, mit denen du zusammen so Aufgaben machen kannst und ja, sowas. Aber sonst würde ich auch mal gerne wieder Counter-Strike spielen. Vielleicht hier Shoutout an Sam Ranger. Vielleicht können wir wieder einen Clan gründen, wenn du noch einen PC hast. Der war ja früher Clanführer mit Olli Payne. Schaden ist besser als Damage.
Nee, sowas. Counter-Strike hätte ich auch mal wieder dick Bock oder League of Legends, aber gerade PlayStation gebunden, auch kein Platz für PC. Deswegen Call of Duty. Ja, haben wir Tipps? Ich sage immer, man muss auf viel verzichten, das muss man schon sagen. Das stimmt, das ist echt das, was man so als erste Priorität quasi. Genau, du musst auf sehr viel verzichten. Man muss Spaß am Rugby haben, man muss auch Spaß am Training haben, muss man sagen. Wenn, glaube ich, wenn man merkt für sich, man trainiert eigentlich nicht so gerne, dann ist, glaube ich, dann kann es eine sehr, sehr harte Zeit werden, da richtig gut zu werden. Und ja, ansonsten, ich denke, viel größere Tipps gibt es nicht. Ich denke, Verzicht ist ein großer Faktor, man muss Spaß am Training haben. Man muss sich, also ich denke, man muss, heutzutage ist ja was ganz anderes. Also als ich 2013 in die Bundeswehr gekommen bin und so mehr oder weniger so ein halbes Jahr, Jahr davor in die Nationalmannschaft berufen wurde, da war das noch was anderes. Ich war der dritte Sportsoldat so. Ja. Es war auch nicht sehr gut angesehen, so diesen Job als Sportsoldat machen zu dürfen. Ich denke, weil auch alles super so undurchsichtig ist, was wird jetzt gemacht, was muss wer machen, was ist dein Job, muss jetzt noch bei der Bundeswehr auch sehr viel machen und was ist jetzt genau überhaupt Phase, was steht an. Und bei dir nochmal was ganz anderes, wenn du sagst, wann hast du Nationalmannschaft angefangen? 2008, 2009? 2009, ja. Da waren auch alles Amateure im Endeffekt, ja, die Nationalmannschaft gespielt haben. Und da hat im Endeffekt der Verband die Leute genommen, die irgendwie so sich rumgesprochen hat, die gut waren. Da war es noch relativ einfach, in die Nationalmannschaft zu kommen. Ich denke, bei mir war es schon ein bisschen schwieriger damals, obwohl ich noch relativ, in Anführungszeichen, einfach den Platz bekommen habe bei der Bundeswehr. Ist es heutzutage, muss man sagen, wahrscheinlich viel, viel schwerer, in dieses Setup zu kommen. Alleine zu sagen, man darf in Hannover oder Bundesstützpunkt Hannover oder in Heidelberg oder Berlin, weiß ich, glaube ich, ist auch noch eine, mittrainieren, das ist ja eigentlich so das Schwerste, sich irgendwo zu zeigen. Ja. Und ich denke, da muss man sagen, dass man, klar, wie du sagst, man muss Bock haben zu trainieren und bereit sein, auf Sachen zu verzichten, auch was Lehrgänge angeht und sowas, vielleicht auch teilweise mal eine Woche. Kann natürlich auch cool sein auf Teneriffa oder Südafrika oder sonst irgendwo, wo man natürlich aber auch von zu Hause weg ist. Ich glaube aber, der wichtigste Punkt da ist, dran zu bleiben und wirklich nicht zu sagen, okay, es hat jetzt irgendwie nicht geklappt, nach einem Jahr hat mich keiner gesehen und mich mal irgendwohin eingeladen. Ich denke, dieser ganze Prozess läuft jetzt auch erst an und wird immer professioneller, die Leute quasi zu sichten und auch zu schauen und zu sehen, wer danach kommen kann, wer Talent hat und wer auch die Power hat, da quasi das durchzustehen. Deswegen dranbleiben und vielleicht auch mal mehr trainieren als die anderen. Absolut. Wenn halt mal, keine Ahnung, samstags nach dem Spiel gesoffen wird oder so, vielleicht mal nicht 10 Bier trinken, sondern 1 und relativ zeitnah ans Bett gehen. Ich glaube, das sind so die Hauptfaktoren quasi, oder die Tipps, wenn man so sagen kann, mitgeben kann, um dem Ganzen gerecht zu werden, beziehungsweise da irgendwann mal hinzukommen. Kann man Brot einfrieren? Boah, da wäre ich jetzt völlig überfragt, muss ich sagen. Ich hätte gesagt, wahrscheinlich schon. Ich hätte es jetzt auch einfach eingefroren. Ich weiß jetzt natürlich ohne Gewähr, ob das danach völlig am Arsch ist und scheiße schmeckt. Wahrscheinlich wird es scheiße schmecken, aber... Gehe ich jetzt auch davon aus? Ich denke mal schon auch, dass man es einfriert. Doch, man kann definitiv, meine Oma friert Brot ein. Ja? Jetzt gerade eine. Die friert auf jeden Fall. Die ist alte Schule, ja. Da wird das große Leibbrot gekauft. Sagen, und dann wird in Vierteln wird da immer dann rausgeholt. Ja, ja, doch. Stimmt. Also kann man Brot... Wahrscheinlich kannst Brot. Du aber, wenn du jetzt zum Supermarkt gehst und holst dir hier Fit-Stulle Tralala in einer Plastikverpackung und du frierst das ein, ist wahrscheinlich nichts mehr danach. Kann also gut sein. Da bin ich, muss ich sagen, da bin ich kein Experte. Du isst gar kein Brot, gell? Ich bin auch nicht. Deswegen bist du kein Brot-Fan oder sagst du, das sind Kohlenhydrate, die brauche ich nicht, da werde ich dick? Oh, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, also ich meine, klar hat es mit dem Sport dann auch mal so eine zu tun gehabt, aber ich bin jetzt schon so, hätte ich gesagt, so... Brot, Kartoffeln ist jetzt nicht meine Leibspeise, deswegen kann ich sehr einfach verzichten, deswegen esse ich das beispielsweise sehr selten. Tauschst du damit Eis oder Schokolade? Schokolade und Eis ganz gerne, ja. Nee, aber ich
Ich meine, gutes Brot ist schon was Feines, aber das ist wirklich eine Sache, da denke ich sehr, sehr spät dran erst. Ich esse schon gern Brot, also ich esse schon gern gutes Brot. Auch einfach gerne mal mit Butter. Das hat mir aber meine Oma zum Beispiel, wo du es jetzt sagst, früher einfach gab es Butterbrot so, mit dick die Butter. Und dann gab es halt einfach so ein, was ist das, Graubrot, Bauernbrot, so ein Äumel, so ein Backstein und dann kam dann fett die Butter drauf und sowas. Ja, bei mir hat sich das eigentlich geändert, seit ich daheim ausgezogen bin, weil ich eigentlich meine Mutter immer verflucht hat. Da gab es nämlich abends immer Abendbrot. Das fand ich eigentlich ziemlich kacke, muss ich sagen. Da habe ich gar keinen Bock drauf, weil das ist für mich keine Mahlzeit. Und deswegen, seit ich dann auch alleine gewohnt habe, wusste ich, klar, da wird auf jeden Fall 2 bis 3 Mal am Tag gekocht. Ja. Und da ist das Brot irgendwie automatisch runtergefallen, weil morgens habe ich lieber irgendwie einen Quark gegessen oder auch mal ganz gern Haferflocken, mal ein Müsli, sowas. Das ist für mich morgens auch viel das gewesen. Oder halt klar, viel auch gerne Eier gegessen mit Speck oder sonst was, dann morgens auch recht heftig. Ich bin eigentlich auch nämlich der salzige Typ eigentlich, deswegen ich esse auch morgens meistens so Haferflocken und so mit so Früchten oder so, Beerenmix mäßig. Aber bin eigentlich so eher salzig auch so. Deswegen morgens irgendwie so ein Salamibrot oder sowas. Ist halt unangenehm, wenn danach beim Tonio über den Platz gescheucht wirst und stößt dann die ganze Zeit die Salami wieder auf. Deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber eigentlich esse ich schon gerne Brot, muss man dazu sagen. Aber Toni hat gesagt, ich habe eine hohe Kohlenhydrate-Toleranz, deswegen. Ist es bei dir. Hau rein, Brot. Ist es unspektakulär. Unspektakulär, aber esse ich gerne. Ja. Wer stellt so eine Frage? Vielen Dank, Fabs, dass du da warst. Mir hat es mega Spaß gemacht. Die Videos generell machen mir Bock, aber das war jetzt schon auch nochmal irgendwie so ein Highlight. Vielleicht auch, weil wir uns ewig nicht gesehen haben. Ich hoffe, du bist irgendwann mal wieder auf meiner Casting-Couch. Gerne. Es gibt ja unendlich viele Themen, über die wir auch reden können. Und mit dir kann man auch ernst mal über die Sachen reden. Ich bin deine Nummer 1. Meine Nummer 1, Schoss. Geil. Deswegen warst du der Erste und hoffen mal, bist demnächst wieder bei mir. Ich hoffe, die Leute hat interessiert, was du sagst. Und so Massen an Zuschauern. Ja, ich hoffe, das Format ist was für euch. Es hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe, ihr auch hat's. Wunderbar, ja, war cool. Sehr gut. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr Leute einladen. Und dann sammeln wir nochmal Fragen, beziehungsweise wenn ihr noch mehr Fragen habt, gerne, ich verlinke den Fabs auch unter dem Video nochmal, dein Instagram oder irgendwas, vielleicht auch einfach privat schreiben, ob du antwortest oder nicht, sagt dir dann das Licht. Sagt mir das Licht. Wir freuen uns auf die nächste Folge und das war's. Like and share, I don't care.